Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans, niveau, dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Faire cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu de ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu cherches le monde à travers ce monde. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme de ta vie plus loin dans la terre. Und Verehrung. Deswegen lasst uns dies von ganzem Herzen jetzt tun, in der nächsten Zeit noch, und Zeit nehmen fürs Gebet. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und durchdringen. Amen. Amen. Wir sind so gerne aufstehen, Herr, wir loben, preisen dich, Herr Jesus. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr, auch wenn wir hier gelassen sind, so wollen wir dich loben und preisen, Herr. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir dir einen Weg bahnen dürfen, unser Lobpreis, Herr, dass du wirst, Herr, dass du alle Füße, Herr Jesus, gleich an dir bringen.
Mach dir den Pulli auf, mein Fan. Und jetzt? Okay. Amen. Okay. Amen. 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 Seid ihr freudig heute Morgen? Amen. C'est peut-être mon frère là qui joue au piano qui puisse venir juste deux minutes. Bernd, vous gratte, ça vient plus quand tu grattes ins Klavier kommt. Amen. Et que nous puissions nous lever pour un instant. Dass wir uns aufstellen un moment. Mon frère, donne-moi un sol. Gib ihm ein Sol, sag mir, dass du ein Stück. On va chanter l'hymne national du ciel. Amen. Wir werden die Hymne vom Himmel singen. Si vous pouvez mettre votre main droite sur votre cœur. Könnt ihr eure rechte Hand auf euer Herz machen? Et levez votre autre main vers le ciel. Und eure andere Hand auf den Himmel. La Bible nous dit qu'un jour au ciel nous chanterons ce cantique. Das Wort Gottes sagt, eines Tages werden wir dieses Lied singen. Et nous chanterons Alléluia. Und wir werden Alléluia singen. Alléluia. Herr, wir tun freimachen die Engel.
les accords des séraphins du chemin. Des séraphins du chemin, dass sie besser herkommen. Et que maintenant le royaume de Dieu s'installe dans ce lieu. Und dass er das Himmelreich herabkommt zwischen diese Gemeinde. Et que toute chose devient nouvelle maintenant. Und dass alles neu wird. Que ce matin les malades soient guéris. Dass heute Morgen die Kranken gesund werden. Que ce matin les démons soient chassés. Das Ort, das schönste Ort, wo wir werden sein, wird im Himmel sein. Parce que ça sera un endroit où on louera Dieu et on adorera Dieu. Das wird ein Ort sein, wo wir Gott loben und preisen. Nous n'aurons plus le temps de faire autre chose, nous passerons notre vie à louer et adorer Dieu. Wir haben keine Zeit mehr für etwas anderes zu tun, sondern wir haben nur noch die Zeit für Gott zu loben und zu preisen. Amen. Ça ne sera plus un temps de pleurs. Parce que la Bible nous dit que le temps de pleurs s'arrêtera. Es wird keine Zeit mehr zum Weinen, weil es wird das Weinen wird aufhören. Amen. Amen. Toutes les larmes que tu as versées sur terre. Alléluia. Toutes les larmes que tu as versées sur terre. Alle Tränen, wo du auf diese Welt ausgegossen hast. La Bible nous dit qu'un ange est venu avec un vase et les a pris pour les amener au ciel. Das Wort Gottes sagt, dass ein Engel gekommen ist und hat ein Gefäß gehabt und deine Tränen sind drinnen und er wird sie mit in den Himmel nehmen. Souvent certaines larmes que tu donnes, ce sont des prières pour Dieu. Viele Tränen, wo du gibst, sind Anbetung, wo du gibst vor Gott. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu exauce les prières des larmes autant que les prières de la foi. Das Wort sagt, dass Gott diese Tränen, wo du vergossen hast, er wird sich verwirklichen, er wird dein Gebet anhören, genauso wie wenn du es mündlich tust. Amen. Alors si il y avait des moments dans ta vie où tu as pleuré, ne t'inquiète pas. Wenn du viele Momente gehabt hast, wo du geweint hast, hab keine Angst. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Weil der Heilige Geist hier ist. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Habt ihr den Heiligen Geist gern? Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la chaleur du Saint-Esprit? Habt ihr gern die Wärme des Heiligen Geistes? Amen. Alors nous allons prier pour le temps de la parole. Jetzt werden wir beten für das Wort Gottes.
Amen. Amen. J'espère que tu es bien assis sur ta chaise. Ich hoffe, dass du richtig auf deinem Stuhl sitzt. Amen. Amen. Nous allons décoller. Wir werden wie in ein Flugzeug und jetzt liest, was ich meine. Amen. Amen. Nous allons décoller dans la dimension de l'esprit. Wir werden jetzt abheben in der Richtung des Geistes, vom Heiligen Geist. Amen. 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 On va grandir ensemble dans la dimension de l'esprit. Wir werden alle größer werden in der Heiligen Geist. Dis-le à ton frère, à ta soeur, on va grandir ensemble. Sag dein Bruder, Schwester, wir werden zusammen groß werden. Amen. Je vais prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Merci, Père de gloire, parce que c'est toi qui es là. Danke, Vater, dass du hier bist. Merci, Jésus, parce que ton nom est encore invoqué dans ce lieu. Danke, Jesus, dass dein Name auch hier ist, in diesem Raum. Je vais déclarer que ce lieu devient grand et redoutable. Ich werde proklamieren, dass dieser Raum, dieser Ort und diese Gemeinde groß wird. Que là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Da wo die Türen zu waren, dass sie öffnet werden. Que tous ceux qui sont venus pour demander quelque chose à Dieu. Für alle die, wo gekommen sind heute, für Gott etwas zu fragen. Que la porte du ciel de l'exaucement vous soit ouverte. Dass die Türen des Himmelreichs offen sind. Halleluja. Merci pour ta présence. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Que le feu tombe dans tout ce lieu. Dass dein Feuer jetzt auf diesen Raum kommt, auf parce, diese Gemeinde. Parce que tu as dit dans le livre des psaumes que tu fais de tes serviteurs et de tes servantes des flammes de feu. Weil du hast gesagt in den Psaumen, dass du aus deinen Diener, Frauen und die Männer Feuer machst, Feuer, dass sie brennen und dass sie dein Wort verkündigen. Que la parole devienne percutante. Dass dein Wort wird richtig greifend sein. Et qu'elle produise du fruit digne de la repentance. Und dass sie auch Frucht gibt von Buße, von Umkehr. Bénis aussi le traducteur. Segne auch mich, Herr. Et donne-lui la force pour suivre. Gib mir auch Kraft, Herr, dass ich kann nachkommen, so wie der Frederik dein Wort durch seinen Mund predigt. Bénis aussi les pasteurs qui nous reçoivent. Und segne auch die Pastoren, wo jetzt überall nachschauen. Et que cette assemblée commence à prospérer. Und dass diese Gemeinde fängt an zu wachsen. À tout niveau. In alle Seiten. À tout niveau. In alle Seiten. Dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que vous avez ramené vos trépieds avec vous? Habt ihr euer Schwert mit euch mitgenommen? Ja. Amen. Alors levez-les. Amen. Levez vos épées. Zeigt mal eure Schwerter. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Das Wort Gottes sagt, dass die Bibel ein Schwert ist, zweischneidiges Schwert. Qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Wo auch trennt die guten Sachen vom Geist und Geist und Seele. Amen. Amen. Cette parole, dieses Wort, a la capacité, hat Fähigkeit, danke, de bouleverser toute ta vie, für dein Leben zu rütteln, de changer toute ta vie, für dein ganzes Leben zu ändern, amen, de t'apporter la guérison, für dir Heilung zu geben, de t'apporter le miracle, für dir Wunder zu geben, de t'apporter la restauration, für dir neu zu machen, innerlich. Dans tous les points de ta vie. In allem, von deinem ganzes Leben. De t'apporter la réussite. Was du machst, gelingt. Alors que Moïse a parlé à Josué. Moïse hat zu Josua geredet. Il lui a dit, médite cette parole jour et nuit. Er hat gesagt zu Josua, lerne dieses Wort, das Wort Gottes, Tag und Nacht. C'est alors que tu prospéreras. Und dann wirst du sehen. Et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Und alles, was du unternimmst, wird gelingen. Si peut-être ta vie ne réussissait pas jusqu'à aujourd'hui. Vielleicht ist dein Leben bis heute, wo noch nicht gelungen ist. Alors mets la lumière sur ta vie par la parole de Dieu. Dann mach das Licht Gottes auf deinem Leben.
dein Leben, das ist das Wort Gottes. Et Dieu va accomplir le miracle pour toi. Und Gott wird Wunder tun für dich. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu fait sa parole pour accomplir. Weil das Wort Gottes sagt, dass Gott auf sein Wort achtet. Il ne regarde pas sur tous les problèmes du monde. Er guckt nicht auf alle Probleme von der Welt. Il ne regarde pas sur toutes les difficultés du monde. Er guckt nicht alles, was in der Welt passiert, wo jetzt für den Moment passiert. Il ne regarde même pas sur tes problèmes. Er guckt nicht auf deine Probleme. La Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Das Wort Gottes heißt, dass Gott auf sein Wort guckt. Zuerst zu verwirklichen, alles was drin geschrieben ist. Si toi tu regardes seulement sur tes problèmes, tu n'avanceras pas. Wenn du nur auf deine Probleme schaust, kommst du nicht vorwärts. Mais regarde à la parole de Dieu. Aber guck auf das Wort Gottes. Voilà, tu es sûr. Und dann wirst du sehen haben. Dieu fera l'impossible pour toi. Guck, das ist alles was nicht, wo du denkst, es kann nicht geschehen, er wird es machen für dich. Halleluja. Et l'impossible deviendra possible. Und das, was nicht möglich ist, wird möglich. Amen. 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 Jésus a dit quelque chose de particulier. Il a dit, tout est possible dans celui qui croit. Jesus hat etwas gesagt, dass alles möglich ist, wo glaubt. Amen. Amen. Il a donné un ingrédient spécial à l'homme. Er hat etwas Spezielles an den Menschen gegeben. Qui pouvait bouleverser sa vie. Wo konnte sein Leben rütteln. Et ce qui peut bouleverser ta vie, c'est ce qu'on appelle la foi. Und das, was dein Leben kann rütteln, das ist der Glaube. Amen. Amen. La foi. Der Glaube. Alors la première dimension de la foi. Der Dimension. Le premier niveau, level. Das die erste, sag ich mal so, Richtung vom Glaube. Nous allons le voir ensemble dans la parole de Dieu dans les livres des Hébreux. 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 Hébreux, ouais. Hébreux au chapitre 11. Hébreux 11. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. 11. Amen. Quand t'es arrivé, tu me dis Amen. Amen. Quand t'es arrivé au verset, tu me dis Amen. Wenn du angekommen bist, sagst Amen. Amen. Amen, vous y êtes? Seid ihr? Alors la Bible nous dit, je vais lire en français, après il va lire en allemand. Attends, je suis justement en train de chercher ici, c'est là. Non, bon, tiens. Des prières. Des prières, ah là. Attends, un. Bon, chapitre premier. Ok, ça va versteckt, das habe ich nicht gesehen. La Bible nous dit en français, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Also, in Hebräer 11 steht, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unseres Hoffnung, ein Überfürstein und Wirklichkeit, die man nicht sieht. On va lire le verset 6. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hört gut zu. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Amen. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Der zu Gott zu Gottes Thron kommt, muss glauben, dass Gott existiert. La Bible me dit que le premier rôle du Saint-Esprit. Quoi, la Bible? Le premier rôle du Saint-Esprit. Die Bibel sagt, dass die erste Rolle von Heiligen Geist. C'est de convaincre le monde de péché. Ist der Kampf gegen die Sünde. Et quand Jésus est en train de parler du péché. Und wenn Jesus über die Sünde redet. Il a dit de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Von der Sünde, weil sie nicht an mir glauben. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va venir nous convaincre de péché. Wegen das kommt der Heilige Geist auf uns, dass wir gegen die Sünde kämpfen, dass wir siegen gegen die Sünde. Amen. Tous les autres péchés. Alle andere Sünde sont seulement une conséquence de la non-croyance de l'homme. Alle Sünde sind nur die Konsequenzen von den Menschen, die nicht glauben. Parce que si l'homme croirait réellement en Dieu, wenn der Mensch richtig kann an Gott glauben, il ne commettrait pas d'adultère, da kann er nicht Ehebruch machen, il n'irait pas voler,
Kann er nicht stehlen? Il n'ira pas tuer? Kann er nicht umbringen? Il ne fera pas toutes ces choses? Kann er nicht alle diese Dinge machen? Mais parce qu'il a refusé de croire en Dieu. Aber weil der Mensch an Gott nicht glaubt und will nicht glauben. Voici que l'homme s'est permis de faire toutes sortes de choses abominables. Wegen das hat der Mensch alles, was Gott nicht glaubt, alle Sünden gemacht. Vous savez, ici en Europe, ihr weiß, hier in Europa, il y a des gens qui sont très gentils. Sind viele Menschen, die sehr sympathisch sind. Und qui sont très honnêtes dans la vie. Und sehr ehrlich sind im Leben. Mais vous savez quoi? Aber wisst ihr was? La Bible me dit. Das Wort Gottes sagt. Que même s'ils sont les plus gentils sur la terre, même wenn sie die besten Menschen der Welt sind, ils peuvent aller en enfer. Können sie ins Gefängnis und der Hölle gehen. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Weil sie nicht an Gott glauben. Ils ont fait un des péchés les plus pires. Sie haben an Gott glauben ist die größte Sünde, die es auch gibt. Ils ne croient pas en Dieu. Sie glauben nicht an Gott. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Wegen das ist der Heilige Geist gekommen. Et voilà pourquoi le message de l'Évangile est quelque chose de puissant et actuel. Und wegen das ist das Wort Gottes, das Evangelium, etwas Mächtiges. Parce que quand l'Évangile est prêché, weil wenn das Evangelium gepredigt wird, le pécheur commence à se repentir. Dann fängt etwas in den sündigen Mensch zu wirken. Et il commence à dire, Dieu, je ne croyais pas en toi. Und er sagt sich in sich selber, Gott, ich habe nicht an dich geglaubt. Le monde m'avait dit que tu n'existais pas. Die Welt hat mir gesagt, dass du nicht existierst. Mais la Bible me dit que c'était un péché. Aber das Wort Gottes sagt, dass eine Sünde ist. Alors je te demande pardon et je vais me réconcilier avec toi. Und wegen das will ich dich um Verzeihung bitten und ich will mit dir eins sein. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Und das nennt man eine neue Schöpfung, eine neue Geburt. Quand l'homme se tourne du péché et vient vers Dieu. Wenn der Mensch ansieht, dass sündiger ist und dreht sich um und geht gegen den Herrn. Amen. Amen. Ne viens pas ici pour faire une religion. Komm nicht hierher für eine Religion zu machen. Ne viens pas ici comme si tu allais dans un lieu simplement pour te calmer la conscience. Komm nicht hierher für nur zu kommen und dir die Zeit zu widmen und dass du ein reines Gewissen hast. Aucune conscience ne peut être calmée quand il s'agit de l'enfer. Es gibt keine Ort, wenn du dein Gewissen willst beruhigen, dass du aucune conscience ne peut être calmée quand il s'agit de l'enfer. Es gibt keine wie sagt man das, conscience, Gewissen, dass du kannst mit der Hölle dämmen. Amen. 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 On ne calme pas les consciences. Wir tun unsere Gewissen nicht dämmen. Mais la Bible nous dit que la conscience se convainc. Aber das Wort Gottes sagt, dass das Gewissen, wenn du das Wort Gottes siehst, dich aufmuntert. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les consciences. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Amen. 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 Moi, c'est ça que j'ai découvert quand j'ai rencontré Dieu. Das ist Befriedigung, das er erlebt hat, wo er sein Leben Gott gegeben hat. Amen. Amen. Avant que je connaisse Dieu. Vor ich Gott kennengelernt habe. En 2004. Und 2004. Avant je croyais que l'islam était la vérité. Da hat er gedacht, dass das Islam die Wahrheit ist. Et je croyais que c'était cela. Und er hat gedacht, das ist es. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible. Aber dann, wo er das Wort Gottes hat angefangen zu lesen. J'ai commencé d'abord à lire la Bible comme un livre simple. Dann hat das Wort Gottes gelesen wie ein normales Buch. Mais en lisant la Bible. Aber in dem Moment, wo er das Wort Gottes gelesen. Le feu du Saint-Esprit est tombé sur moi. Ist der Heilige Geist auf ihn gefallen. J'ai parlé en d'autres langues. Er hat dann auf andere Zungen zu reden. Et là, j'étais choqué. Und da ist war er schockiert. J'ai posé ma Bible. Er hat die Bibel auf die Seite gemacht. Et j'ai parlé à Dieu. Und hat zu Gott gesagt. J'ai dit, je ne sais pas qui t'es. Ich weiß nicht, wer du bist. Je veux savoir quelle est la vraie vérité. Ich will wissen, welche richtige Wahrheit ist. J'ai dit que tu sois le Dieu de Mohammed. Ob du der Gott Mohammed bist. Le Dieu de Bouddha. Ob der Gott Bouddha. Le Dieu de Jésus. Der Gott von Jesus. Le Dieu de Marie. Der Gott von Marie. J'ai dit, je veux que c'est toi qui me le révèle. Ich will, dass du mir sagst, persönlich. Comme jamais t'as fait un homme. Comme jamais t'as fait un homme. Wie noch nie du ein Mensch gemacht hast. Et que je ne décolle pas de mon lit. Und dass ich nicht von meinem Bett weggehe. J'ai dit, mais sache une chose. Aber du musst eins wissen, Gott. C'est toute cette vie que je suis sur cette terre. Für das ganze Leben, wo ich auf dieser Welt bin. Tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité. Du hast mir nie gesagt, welche die richtige Wahrheit ist.
Le jour où j'arrive au paradis. Der Tag, wo ich ins Paradies komme. Tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Du kannst nicht sagen, dass ich dich nie gesucht habe. Parce que je ne voulais pas d'une autre religion. Weil ich wollte keine andere Religion. Mais je voulais savoir quelle était la vérité d'après Dieu. Aber ich wollte wissen, welche die Wahrheit ist. Amen. Et le lendemain. Und der nächste Tag. Alors que je suis rentré de dehors. Und dann, wo er von draußen reingekommen ist. J'ai commencé à regarder la télévision. Und dann kam man hat den Fernseher angemacht, hat angeschaut. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé. Hat umgeschaut, nichts Interessantes. Et j'ai mis un peu de musique. Und dann hat ein bisschen Musik gemacht. Et j'ai dormi. Und hat geschlafen. Et quand je me suis réveillé. Und dann, wenn du da aufgewacht bist. J'étais paralysé. Ist er wie gelähmt gewesen. J'avais juste la tête qui bougeait. Hat nur der Kopf, wo konnte sich bewegen. J'ai dit, ça y est. Hat gesagt, jetzt ist es. J'ai fait tellement de bêtises. Ich habe so viele Sachen gemacht, und ich okay waren. J'ai 21 ans. Ich bin 21. Et Dieu m'a puni. Und Gott hat mich bestraft. C'est terminé pour moi. Es ist vorbei für mich. Et quand je suis en train de parler comme ça. Und der Moment, wo ich so geredet habe. Tout d'un coup, je vois la télé de Dieu. Und einmal sehe ich den Fernsehen Gottes. Je vois une vision claire. Er sieht eine klare Vision. Et je me vois en train de prêcher l'évangile. Und er sieht sich das Evangelium zu verkündigen. Moi, j'ai dit, c'est pas moi ça. Er hat gesagt, ich bin nicht, das bin ich. J'ai commencé à refuser cette vision. Er hat gesagt, ich finde diese Vision nicht. J'ai dit, ça c'est pas moi. Das bin ich nicht. Je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. Ich bin kein Christ, ich bin ein Muslim. Et en plus, deuxièmement. Und zweites. Je suis pas un prédicateur. Bin ich kein Prediger. J'étais un jeune des cités, un jeune des quartiers. Ich war ein junger vom Quartier, das ist da, wo viel passiert, wo Drogen alles ist und das alles. Mais j'ai dit, mais ça c'est pas moi. Aber ich habe gesagt, das bin ich nicht. J'ai commencé à combattre contre cette vision. Ich habe gekämpft gegen diese Vision. Jusqu'au moment. Bis auf den Moment. Où Dieu m'a parlé audiblement. Audiblement, c'est? Bis auf den Moment, wo Gott mit seinem Mund mit ihm gesprochen hat. Et il m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Ohne Jesus kannst du nicht gerettet werden. La vision a disparu. Und die Vision ist fortgegangen. Et là, une paix est tombée sur moi. In diesem Moment ist ein Frieden auf mich gekommen. Je croyais que la vision a duré 10 minutes. Ich habe gedacht, die Vision hat 10 Minuten gedauert. J'ai regardé sur ma montre. Er hat auf seine Uhr geschaut. 4 heures se sont écoulées. 4 Stunden sind rumgegangen. À partir de ce moment-là. In dem Moment, wo er diese Vision gesehen hat. J'ai découvert un Dieu vivant. Er hat gesehen, ein lebendiger Gott. Qui a commencé à me faire prêcher la parole. Und hat angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Qui m'a amené dans divers lieux pour pouvoir apporter la parole. Und er hat in verschiedene Orte, wo niemand anders hingeht für das Evangelium. J'ai vu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Er hat viele Wunder und Heilung gesehen. J'ai vu le Dieu qui exauce la prière. Und er hat gesehen, ein Gott, wo das Wort Gottes tut verwirklichen. Et ce Dieu a la capacité de révolutionner aussi vos vies ce matin. Und dieser gleiche Gott kann auch heute euer Leben richtig beeinflussen im Guten, dass ihr weiterkommt. Amen. 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 Wir gehen weiter. Nous allons toujours lire dans le livre de Hébreux. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Ob das euch gefällt, das Wort Gottes so wie es ist. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Quand je suis en train de prêcher, ich will dir sagen, wenn ich gerade unterwegs bin, zu predigen, si la parole est en train de te toucher, wenn gerade jetzt in diesem Moment das Wort dich berührt, ne reste pas silencieux. Sei still. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que quand tu dis Amen, das Wort Gottes sagt, in dem Moment, wo du Amen sagst, ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dass es so wird in deinem Leben. Amen. 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 Quand je suis en train de prêcher, in dem Moment, wo ich predige, la Bible nous dit que la parole est envoyée. In dem Moment, wo er predigt, von das Wort Gottes, auch wie auf euch gelassen. Dans le livre d'Esaïe, il nous dit qu'il envoie sa parole. Und heißt es, er gibt das Wort Gottes. Et il les guérit. Und sie werden geheilt. Donc, quand je suis en train de prêcher,
Also, wenn ich in dem Moment bin, gerade zu predigen, on est comme dans un stade de basketball. Ist man wie in einem Stadion von Basketball. Et moi, j'ai la parole, je lance la parole. Und er hat das Wort, er schmeißt uns das Wort hin. La parole est comme la balle. Das Wort Gottes ist wie diesen Ball. Et celui qui dit Amen dans la salle va l'attraper. Und der im Moment, wo Amen sagt, der wird es abfangen. Et cette parole va à Dieu avant d'avoir accompli et fait exécuter ce message. Und dieser Ball, der Ball geht nicht bei Gott, vor sich alles verwirklicht hat. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe en spirituel. Alors nous allons voir ensemble le livre de Hébreux 12. Hébreux 12. La Bible nous dit, verset 1er. Hébreux 12, un second de nous. Hébreux 12, verset 1er. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Wir sind also von einem ganzen Volk von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf mit zum Ende durchhalten. Und jeder das ablehnen, die uns behindern, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservé à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Okay. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Ja. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf der Ehrenplatz an Gottes rechte Seite. L'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de spécial. L'apôtre Paul sagt uns gerade etwas Spezielles. Ce qu'il est en train de nous dire. Das, was er will uns sagen. Il t'encourage à cause de tous ceux qui nous ont précédés. Er will dich unterstützen für das alles, was andere schon vor uns gemacht haben. Ça s'appelle les Abraham, les Isaac, les Abraham, Isaac et alle. Moïse, tous les autres. Il a dit à cause de tous ceux qui nous ont précédés. Für die alle vor uns schon alles durchgemacht haben. Il a dit apprenez à rejeter le péché qui vous enveloppe si facilement. Und hat gesagt, die Sünde, wo euch entschlingt, dass man achtet, dass sie uns nicht aufnimmt und will zerschlingen. Wir müssen ruhig sein. Ce matin, je vais parler aux jeunes comme aux vieux. Heute will ich zu den Kindern, zu den Jugendlichen, wie zu den Älteren sprechen. Parce que le péché n'a pas d'âge. Weil die Sünde kein Alter hat. Et je suis content que les enfants sont là. Ich bin froh, dass die Jugendlichen hier sind. Amen. Amen. Parce que chez nous, à l'église, on n'a pas d'école le dimanche. Weil bei uns in Gottesdienst haben wir keine Kinderstunde. Dieu m'a dit, tu fais pas d'école le dimanche. Et Gott hat gesagt, du machst keine Kinderstunde. Il m'a dit, les enfants, c'est comme les grands. Die Kinder sind wie die Großen. Il faut les éduquer directement. Du musst sie lernen schon von Anfang an. Amen. Amen. Les enfants, à part quand ils ont 2-3 ans, mais après quand ils ont 5-6 ans, ils peuvent. Die Kinder von 2 bis 3 Jahren, okay, aber ab 4-5 Jahre müssen sie schon da sein, für das Wort Gottes zu lernen. Amen. Amen. Un enfant de 6 ans peut se convertir comme un vieux de 99 ans. Ein Kind von 6 Jahren kann sich auch sein Leben Jesus geben wie einer von 90. Amen. Et des fois, je crains que c'est ce qui a malheureusement fait partir beaucoup de jeunes des églises. Und er hat gesagt, das ist was viele Jugendliche von vielen Gemeinden, dass sie fortgehen. On a attendu qu'ils ont 16, 17, 18. Und man hat gewartet, bis sie Teenager sind oder so. Et après, ils sont partis. Und dann sind sie fortgegangen. Le diable avait déjà semé des choses en eux. Und der Teufel hat schon Sachen angegeben. Amen. Amen. Mais nous sommes l'armée de Dieu. Nous allons les éduquer. Aber wir sind die Soldaten Gottes, wir werden sie lernen. Pour que demain eux-mêmes deviennent des soldats dans l'armée de Dieu. Und dass sie morgen die Zukunft, die Kinder sind die Armee Gottes. Si des groupes terroristes peuvent former des enfants. Wenn Terroristen wie ISIS kann kleine Kinder formieren. Pourquoi nous en tant qu'Église on va laisser nos enfants comme ça? Warum das wir als Kirche lassen wir unsere Kinder so? À nous de les amener dans la dimension de la foi. Wir sollen sie vornehmen vor den Thron Gottes. Pour que demain ils puissent impacter des autres. Und dass morgen andere können
das Wort Gottes verkündigen. Amen. L'apôtre Paul nous dit rejette le péché qui t'enveloppe si facilement. Der Apostel Paulus sagt, diese Sünde, die dich verschlingt, dass du sie wegnimmst. Apprenez à renoncer au péché. Wir müssen lernen, Nein zu der Sünde zu sagen. Amen. Amen. Alors comment renoncer au péché? Wie sagt man Nein zu der Sünde? Le péché dans notre génération est partout. Die Sünde in unserer Generation und täglich ist überall. Il est sur les téléphones. Es ist ein Handy. Il est sur les ordinateurs. Und der Computer. La télévision est devenue une catastrophe. Der Fernseher ist eine Katastrophe geworden. Le péché. Die Sünde ist überall. À l'école, c'est terrible. Auch in der Schule fängt schon an. Les lois que les gouvernements sortent sont des fois terribles. Auch die Gesetze, wo die Politiker machen, für den Moment ist schlimm, ganz schrecklich. Et nous voyons des croyants qui ont vraiment la foi. Und wir sehen Gläubige, die richtig den Glauben haben. Mais qui ont de la difficulté à marcher dans la sainteté. Aber wo Probleme haben, in der Herrlichkeit zu wandeln. Alors on a trouvé certains discours. Und dann sind manchmal Momente. Dans lequel Dieu est bon et Dieu pardonne tout. Und wo viele Gemeinden sagen, Gott ist gut, Gott vergibt alles. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu pardonne, oui. Ich wollte eins euch sagen. Gott vergibt, ja. Mais le péché laisse une marque terrible qui fait souffrir les hommes et les femmes. Aber die Sünde ist etwas Schlimmes, wo macht leiden Männer wie Frauen. Ne crois pas simplement parce que tu as demandé pardon que tout est réglé. Du musst nicht nur denken, dass du gesagt hast, Herr, vergib mir, dass alles geklärt ist. N'oublie jamais que Dieu pardonne toujours, mais les hommes ne pardonnent jamais. Denk immer, dass Gott immer vergibt, aber die Menschen vergeben nie. Est-ce que vous comprenez? Wisst ihr, was ich meine? Les hommes ne te pardonnent pas. Die Menschen verzeihen dir nicht. L'erreur que tu vas faire, les hommes vont te le rappeler. Egal, wenn du einen Fehler gemacht hast, und hast irgendwie eine Sünde, ein Verzeihung gebeten, irgendwann kommt ein Moment, wo der wird dir wieder erinnern. Imaginez une personne qui tue ou une personne qui fait un adultère ou qui brise un foyer. Erinnere dich irgendwie vielleicht einer, der tötet, oder irgendein Mann oder die Frau geht fremd. Il peut avoir le pardon de Dieu, oui. Er kann die Vergebung Gottes haben. Mais devant les hommes, il devra payer. Aber vor den Menschen müsste er bezahlen. Il devra payer. Er müsste bezahlen. Voilà pourquoi je vous encourage. Und wegen das tue ich euch unterstützen. À vous dépouiller du péché. Dass ihr loswerdet von der Sünde. Le péché vient facilement dans les pensées. Die Sünde kommt ganz leicht in die Gedanken. Mais il est terrible à éradiquer une fois qu'il est là. Aber der Moment, wo er mal da ist, ist es schwer, miteinander aufzuradieren. Amen. Amen. Il est terrible à éradiquer. Es ist sehr schwer für das du ja auslöschen. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Warum sage ich euch das? En tant que pasteur, je vois des gens et des gens venir dans les bureaux pour pleurer. Aber als Pastor sehe ich Menschen kommen im Büro, wo weinen. Et des fois des gens qui me disent, mais si on m'avait dit. Und viele Menschen sagen, wenn mir nur jemand etwas gesagt hätte. Je vois des jeunes hommes, je vois des jeunes filles, un petit peu insouciants des fois. Ich sehe viele junge Frauen und junge Männer, die manchmal ganz entsetzt sind. Mais dès que je les vois passer 20 ans, 21 ans, 22 ans. Und vor allem, wenn ich sie sehe, 21, 22 Jahre werden. Je vois les désastres que le péché fait. Und dann sehe ich, was die Sünde in ihrem Leben gibt. Et plus les gens sont âgés. Und wie älter die Menschen werden. C'est catastrophique. Wird's katastrophal. Est-ce que vous y savez? Versteht ihr, was ich meine? Alors, je vois Dieu qui agit. Ich sehe dann Gott, wie er wirkt. Mais j'ai vu combien de souffrances des fois les gens ont eu pour sortir de certains griffes dans lesquels le diable les a mis. Und ich habe schon gesehen, wie viele Menschen, wo richtig von der Kralle der Sünde gefangen waren. Un avertissement est mieux que si on doit te sortir du trou. Wenn man dich ermahnt, ist es viel besser, als wenn man muss dich von Loch rausholen. Amen. C'est quelque chose que je vois régulièrement. Und das sehe ich immer öfter. Et pas simplement en France. Und nicht nur in Frankreich. Je sais pas comment en Allemagne c'est. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Mais je pense pas que c'est mieux. Aber ich denke nicht, dass es auch nicht besser ist. Ça c'est le pasteur qui va savoir. Der Andreas müsste es wissen. Amen. Amen. Oui, en tant que pasteur, nous on entend tout. Wir als Pasteur, wir hören viel. On entend tout. Wir hören viel. Tous les genres de choses.
von allen Sorten. Tout ce que les gens n'osent pas dire aux autres, ils viennent le dire au pasteur. Viele Sachen, wo die Menschen nicht ein anderes sagen, weil sie Angst haben, gehen sie zum Pasteur und schütteln ihr Herz aus. Comme si c'était nous qu'on changeait toutes les choses. Wie wenn die Pastoren alles könnten ändern. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a la capacité de changer ta vie. Aber ich würde auch sagen, nicht die Pastoren, sondern Gott kann dein Leben verändern. Quand Jésus venait faire un miracle, il a dit, va et ne pêche plus. Quand Jésus faisait un miracle, il disait, va et ne pêche plus. Wo Jesus ein Wunder getan hat, hat immer gesagt, geh, aber sündige nicht mehr. Et d'autres fois, il disait, va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Und hat gesagt, vielmals, geh und sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres passiert. Amen. Amen. Vous voulez le bonheur dans vos vies? Wollt ihr glücklich sein in euer Leben? Vous le voulez? Wollt ihr es? Amen. Amen. Moi aussi je veux le bonheur. Amen, ich auch. Et je veux le bonheur pour vous. Ich möchte auch, dass ihr glücklich seid. Donc je vous avertis. Aber ich ermahne euch. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde. Aber ich sage euch, dass der Teufel war la plus bien neuve. Et il cherche quelqu'un pour dévorer. Und sucht jemanden zu aufzufressen. Il tourne. Tout kreisen. Il tourne autour de toi. Tout kreisen um dich rum. Et il attend que tu vas accepter son offre. Und wartet, bis du nicht mehr kannst und dass du ihm alles lässt. N'accepte jamais l'offre du diable. Nimm nie an das, was der Teufel dir anbietet. Parce que demain, cette offre va te détruire. Weil morgen wird das, was er dir anbietet, dich zerstören. Amen. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans le premier verset. Und das ist, was der Apostel Paulus uns sagt. Et dans le deuxième verset, il nous dit la chose suivante. Und das zweite sagt uns. Il nous dit, ayant les regards sur Jésus. Dis avec moi, les regards sur Jésus. Dass unser Augen auf Jesus sich passieren, schauen. Dis avec moi, ayant les regards sur Jésus. Sagt euch, dass eure Augen auf Jesus gerichtet sind. Sagt es. Dis-le. Sagt es. Les regards sur Jésus. Dass deine Augen auf Jesus gerichtet sind. Regardez ce qu'il nous dit encore. Qui est le chef? Und wer ist der Chef? Dans d'autres traductions, il nous dit qui est l'auteur. Und eine andere Übersetzung, l'auteur. Eine Übersetzung ist wie wenn einer wo ein Buch schreibt. L'auteur est le consommateur de la foi. Der wo ein Buch schreibt, ist der wo sein Buch schreibt, hat das verwirklicht, weil er das erlebt hat. Alors là, j'aimerais vous alerter sur quelque chose. Und da will ich euch etwas sagen. La foi ce n'est pas je viens donner ma liste à Dieu. Der Glaube ist nicht, dass du eine Liste hast und du gibst sie Gott. Et je demande à Dieu de mettre un tampon. Und dann, dass du einfach, dass Gott hier einen Stempel drauf macht. Ça, c'est pas la foi. Das ist nicht der Glaube. Ça, c'est ce que vous aviez appris à la magie, à l'occultisme. Das ist, was man gelernt hat, Magie, Okkultismus. Dans les autres religions. Und andere Religionen. Mais la foi que je vous parle, c'est pas ça. Aber der Glaube ist nicht das. La Bible nous dit que la foi dans laquelle je te parle, Dieu est l'auteur et le consommateur. Das, was Gott gegeben ist, er ist der, der das Buch, also das Wort Gottes geschrieben hat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a créé pour en manger, pour en bénéficier. Und er hat geschrieben, dass das für die Leute, dass sie es aufnehmen. La foi est pour Dieu une nourriture dans l'humanité. Das Wort Gottes ist eine Speise für die Menschen. Amen. 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 Il est l'auteur et il consomme. Er ist der, wo das Buch geschrieben hat und er gibt auch. Voilà pourquoi tu as besoin de lire la parole de Dieu. Und wegen das ist es sehr wichtig, dass du das Wort Gottes täglich liest. Parce que alors que tu commences à lire la parole de Dieu. Und der Moment, wo du auch das Wort Gottes liest. Il y a une révélation qui va couler. Ist eine Revelation in deinem Leben. Et cette révélation va libérer dans ta vie ce qu'on appelle la foi. Und der Moment, wo du das liest, diese Revelation macht dich frei, und das ist der Glaube. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Und was ist das für ein Lärm? Du hast gehört. Amen. Amen. Et alors que tu reçois cela, und der Moment, wo du das bekommst, tu commences à le noter sur un papier. Fangst du aufzuschreiben. Ça commence à te booster. Es fängt an, dich zu bewegen. Ça te met l'énergie dans tout le corps. Es gibt dir eine Energie in deinem Körper. C'est comme le super ou le gasoil que tu mets dans ta voiture. Das gleiche wie der Sprit, wo du in dein Auto reinmachst. C'est le carburant. Das ist der Carburant, wo du kaufst für dich.
Et maintenant tu vas te retrouver devant certaines situations. Da bist du vielleicht in manchen Situationen. Devant certains problèmes. Vielleicht von viele große Probleme. Mais la puissance de la révélation. Aber die Revelation Gottes. Va libérer la foi dans la vie pour le changement. Amen. Ça va libérer la foi. Das macht dir, wird dir den Glauben frei machen. Ce que tu diras à ce moment-là sera exaucé. Und der Moment, wenn du Glauben aussprichst, wird zu der Erfüllung gehen. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de croyants. Wegen das sind viele Gläubige. Sont frustrés quand il s'agit de la prière. Sind frustriert, wenn es heißt, in der Anbeten und ins Gebet zu gehen. Ils viennent avec leur petite liste. Da kommen sie mit ihrer kleinen Liste. Seigneur, donne-moi. Herr, gib mir. Seigneur, donne-moi. Herr, gib mir. Seigneur, donne-moi. Herr, gib mir. Et ils ont commencé à rapper. Herr, gib mir. Herr, gib mir. Ils ont commencé à rapper. Rapper, c'est? Hip-hop. Hip-hop. Ah, da fangen sie wie Hip-hop an. Hip-hop. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Das so. Et au bout d'un moment. Und einen Moment. Quand ils voient que ça ne marche pas. Und wenn sie steht. Ils se disent, Dieu ne répond pas. Gott tut mir nicht antworten. Oh, c'est pas sa volonté. Das ist nicht seine, das, was er will. Il ne m'a pas répondu. Er hat mir nicht mit antwortet. Et ils sont malheureux. Ich bin unglücklich. Et ils viennent à l'église. Und sie kommen der Kirche. Oh, Seigneur. Oh, Herr. Regarde ma vie. C'est mein Leben. Aie pitié de moi. Habe Erbarmen, Herr. Aie pitié de moi. Habe Erbarmen, Herr. Et les gens regardent. Aber die Leute sehen. Vos voisins vous regardent. Eure Nachbarn sehen es. Ils disent, c'est ça devenir chrétien? Ist das Christ zu werden? Jamais de la vie. Niemand. Jamais de la vie. Niemand. Est-ce que vous saisissez? Versteht ihr? Mais si je viens avec une dynamite. Du, si je viens avec une dynamite. Wenn du kommst. Wie Dynamit, also und wenn das der Glaube und dir fängt an zu explodieren wie Dynamit. Und wenn alles Ansprüche sich verwirklicht, wo du fragst, Gott, was du fragst, sich verwirklicht. Die Menschen, wo werden dich sehen? Wo dir so Jesus will. Der Gott, der hat der will ich auch. Ce Dieu je le veux. Der will ich auch. Tu vas commencer à donner envie. Du fängst an zu leben. Amen. 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 C'est ça le christianisme. Das ist das Christianisme. Amen. Amen. C'est la dynamite qui change la vie des hommes et des femmes. Das ist ein Kult, die dir das Kult ist. Amen. Amen. Tu peux être jeune, tu peux être vieux. Du kannst, si tu comprends cela. Du kannst jung sein, du kannst alt sein, wenn du das verstehst. Ta foi va être révolutionnée. Dann wird dein Glauben immer größer, stärker. Alors peut-être les autres, certains vont me dire, mais pasteur, si je lis la parole et si je prie et que Dieu ne dit rien. Dann werden manche sagen, pasteur, ja, wenn ich bete und lese das Wort und bete, und Gott sagt mir nichts. Parce qu'il y a toujours des petits malins. Hein? Weil es gibt immer manche, wo, ja, so, wie sagt man das, wo sehr... Zweifel. Nee, nicht Zweifel. Mana ist, das Wort. Also wo sehr, ja, wo immer manche Sachen besser wissen als andere. Amen. Mais j'aimerais vous expliquer ça. Aber ich möchte eins euch sagen. Dieu a mille et une manières de parler. Der Herr hat, Gott hat eine Expression, wie er redet. Peut-être que tu es en train de dire la Bible. Vielleicht ist das Wort Gottes gerade. Tout d'un coup, un verset te fait pleurer. Und vor allem ist ein Verset, wo du lest und du fängst an zu weinen. C'est ça qu'on appelle une révélation. Und das ist die Revelation Gottes. Tu es peut-être en train de dormir. Du bist vielleicht gerade im Schlafen. Dieu va te donner un rêve. Gott gibt dir einen Traum. Ça, c'est une révélation. Das ist eine Revelation. Tu es peut-être en train de marcher dans la rue. Du bist vielleicht gerade unter der Straße zu laufen. Et tu vas parler avec une personne. Und du musst gerade mit einer Person reden. Peut-être que tu la connais même pas. Du kennst sie vielleicht nicht. Peut-être elle est même pas chrétienne. Vielleicht ist sie nicht gläubig. Et là, elle va te parler, elle va te dire quelque chose qui va toucher ton cœur. Und vielleicht der Moment redet mit dir, wo dein Herz wird dir rühren. C'est Dieu qui est en train de te parler. Das ist, wo Gott redet durch sie für dich. Chaque fois que nous prions. Jedes Mal, wenn wir beten. Chaque fois que nous louons Dieu. Jedes Mal, wenn wir den Herrn loben, preisen. Le rôle de la prière n'est qu'une préparation. Die Anbetung ist nur ein, etwas, wo du vorbereitest. Mais la Bible nous dit que après le temps de la prière, aber danach, die Bibel sagt, danach die Anbetung, tu dois devenir un observateur. Dann musst du einer sein, wo
observiert. Une sentinelle. Ein Sentinel, wie man sagt. Tu dois commencer à regarder à droite et à gauche. Du musst links, rechts schauen. Les signes et les, les indications que Dieu va te donner. La vie chrétienne est un jeu de pistes. Das Leben an den Christen ist ein Weg, wie wenn man so verschiedene, ihr wisst, was ich meine, du musst Punkte suchen. Et chaque indice va t'amener plus loin. Und jeder Punkt, wo du es gefunden hast, wird dich immer weiterbringen. La Bible nous dit que les indices, ce sont la révélation. Und das Wort Gottes sagt, diese Punkte, wo du jedes Mal hast, das sind die Offenbarungen der Herr dir auf dem Herzen. La foi vient. Der Glaube kommt. De ce qu'on entend. Und das, was man hört. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Und das, was man hört, kommt von Wort Gottes. Alors j'aimerais vous dire une parole de Dieu. Und ich möchte jetzt euch ein Wort Gottes sagen. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis à la porte des cœurs et je frappe. Das ist das Wort Gottes. Ich klopfe an den Türen deines Herzens. Je frappe. Gott, der Herr klopft. Quand quelqu'un frappe à ta porte. Wenn jemand an deine Tür klopft. Est-ce que quelqu'un t'a parlé? Hat dir jemand geredet? Hat jemand mit dir geredet? Est-ce que quelqu'un t'a parlé? Alors pourquoi tu vas ouvrir la porte? Ja, dann warum machst du die Tür auf? Pourquoi tu ouvres la porte? Warum machst du die Tür auf? Hat nur geklopft? Parce que quelqu'un t'a parlé. Weil jemand mit dir geredet hat. Il a dit, je suis là. Hat gesagt, ich bin hier. Ce toquement. Dieses Klopfen. C'est la parole. Ist das Wort Gottes. Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Jesus hat gesagt, ich bin der Tür des Herzens, ich klopfe. Si quelqu'un entend ma voix, wenn jemand mein Wort hört, klopfen, et ouvre la porte, und mach die Tür auf, das Herz, j'entrerai chez lui, dann komme ich zu ihm, et je souperai avec lui, und ich tue mit ihm speisen, et lui avec moi, und mit ihr. Amen. Amen. Il frappe. Er klopft. Il frappe. Er klopft. Des fois il marche. Manchmal lauft auch. Des fois il souffle. Manchmal tut ein Windmarsch. Des fois il tape de main. Manchmal klatscht er. C'est Dieu qui parle. Ist Gott, wo redet. C'est Dieu qui parle. Ist Gott, wo redet. Et le Saint-Esprit est là. Und der Heilige Geist ist da. Pour nous. Il m'a lâché le micro. Amen. Ist noch drauf, Power? Ja. Et le Saint-Esprit est là. Und der Heilige Geist ist da. Amen. Pour nous expliquer. Für uns zu erklären. Pour nous expliquer le message. Für nous die Botschaft zu erklären. Est-ce que tu comprends quand tu parles en langue? Verstehst du, wenn du in Zungen redest? Tu comprends? Verstehst du? Tu ne comprends pas? Verstehst es nicht? Mais le Saint-Esprit vient te communiquer. Aber der Heilige Geist kommt und tut dir es erklären. Et vient commencer à te dire ce qui se passe. Und tut sagen, was jetzt gerade geschieht. Le parlement, c'est le pas de Dieu. Und die Zurede ist das Wort Gottes. Also der Schritt Gottes. Le parlement, c'est le souffle de Dieu. Danke. Und die Sprache, die Zusprache, ist der Souffle, der Wind Gottes, der Wind des Geistes. Le parler en langue, c'est le tocage de Dieu. Die Zunge rede ist das Klopfen von den Herrn. En tant qu'être humain, nous ne comprenons pas. Als Mensch verstehen wir uns. Nous sommes là, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Wir sind hier, wir wissen nicht, was passiert. Mais chaque son qui se produit, und jedes Mal, wenn es verwirklicht, produit quelque chose de puissant en nous. Ist etwas, wo richtig. Wie Feuer in euch ist. Dès qu'on entend la porte frapper de notre maison, wenn wir den Kopf unserer Haustür hören, on se lève. Und dann stützt man schnell auf, was ist jetzt? Et quand on se lève, qu'est-ce qui se passe? Was ist jetzt los? Wer ist da? Quelque chose en train de se produire. Etwas tut sich der Moment gerade. Quelqu'un est en train de frapper à la porte. Es tut gerade etwas in der Tür klopfen. Amen. 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 Avec Dieu, c'est comme ça que ça marche. Mit dem Herrn ist es so. Es ist genauso. Alléluia. Il y a des fois des moments. Es sind manchmal Momente. Où tu as peut-être passé un temps dans la prière. Wo du manchmal eine Zeit in der Anbetung warst. Et tu vas à ton travail. Und dann gehst du zu der Arbeit. Tu sors dehors. Gehst raus. Et là, tout d'un coup, tu es alerté à l'intérieur de toi. Hein? Tu es alerté à l'intérieur de toi. Und auf einmal irgendwie bist du
man tut dich warnen. Etwas in dir warnt dich. Tu commences à être alerté. Und da bist du fast mal wie wenn du gewarnt bist und du wenn dann gehst du auf Achtsamkeit. Tu sais que quelque chose est en train de se passer, mais tu ne sais pas quoi. Und dann weißt du, etwas ist in dir, wo wird passieren, aber du weißt nicht was. Alors à ce moment-là. Aber in diesem Moment. Dis-lui, cher Saint-Esprit. Sagst du einfach, Heiliger Geist. Je ne parle pas bien la langue du ciel. Ich tu nicht gut die Zunge rede von Himmel sprechen. Je parle la langue du ciel comme je parle allemand. Ich tu die Zunge reden wie ich Deutsch rede. J'ai besoin d'un traducteur. Ich brauche einen Übersetzer. Toi tu es là avec à côté de moi. Du bist neben mir, Heiliger Geist. Et je te demande de me traduire ce qui se passe au ciel. Und helf mir zu übersetzen, was im Himmel gerade geschieht. Je suis un petit peu embêté là, je comprends pas. Ich verstehe jetzt gerade nicht das alles. J'entends beaucoup de paroles. Ich höre viele Worte. J'entends beaucoup de choses qui se passent. Ich höre viele Sachen um mir geschehen. Mais je ne comprends pas. Aber ich verstehe es nicht. Et le Saint-Esprit. Aber der Heilige Geist. Commence à t'enseigner. Fangt an, dich zu lernen. Le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Commence à te montrer. Tu dir zeigen und lernen. Et il commence à t'apprendre. Und lernt dich. Ce qui se passe au ciel. Was im Himmel geschieht. Et ce que Dieu veut te dire. Was Gott will dir sagen. Amen. Amen. Quand cela se produit. Und wenn das geschieht in deinem Leben. La foi qui était toute petite. Und der Glaube, der so klein war. Commence à grandir. Fang immer an zu wachsen, immer größer zu werden. Commence à grandir. Immer größer zu werden. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sève. Jesus hat gesagt, wenn du einen Glauben hast, wie ein Samenkorn. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle t'obéira. Dann sagst du den Berg. Geh, du schmeißt dich ins Meer und wird es auch tun. Alors, quand vous prenez la graine, vous la regardez comme ça. Und wenn ihr dieses Kernchen nimmt, dann seht es. Comment cette graine a la capacité de déplacer une montagne? Dann sagt mir, wie ist ein kleines Ding, kann ein Berg wandeln. Tu peux la mettre dans ta poche. Du kannst in deine Tasche machen. Elle ne bougera pas ta poche. Sie wird sich nicht bewegen. Tu peux la mettre dans tes cheveux. Du kannst auf deine Haare machen. Elle ne bougera pas tes cheveux. Sie wird sich nicht bewegen. Tu peux la mettre dans ta bouche. Du kannst in deinen Mund machen. Tu peux même l'avaler. Du kannst auch runterschlucken. Elle ne changera rien. Sie wird nichts ändern. Mais mets cette plante. Aber mach diese Pflanze. Mets cette graine. Diese kleine Pflanze. Tu creuses un trou. Machst ein kleines Loch. Tu la mets dans la terre. Machst es in den Boden. Et tu mets une tonne de terre dessus. Du kannst eine Tonne Erde drauf machen. Tu peux mettre une montagne dessus. Du kannst auch ein Berg drauf machen. Et laisse la pluie descendre. Und du lässt den Regen. Ça prendra le temps que ça prendra. Aber es wird eine gewisse Zeit brauchen. Mais aussi grande est la pierre qui est dessus. Aber so groß wie diese Felsen auf diese kleine Pflanze. Aussi grande est la montagne qui est dessus. Auch so groß wie der Berg macht Schein. Tu peux même mettre du bitume, du macadam. Du kannst Bitum, Macadam drauf machen. Si cette plante a décidé de tout soulever, elle va tout soulever. Und wenn diese kleine Pflanze sich hat, will rauskommen, dann tut diese Pflanze auch alles, der Berg lüpfen, wenn sie es will, alles. Regardez des fois, juste comme l'herbe, elle pousse le macadam, elle te pousse tout. Schaut man manchmal in der Straße, wie das Gras durch Schlitze durchsteht. Wo vorher alles fest war. Just une petite tige. Nur ein kleines Pflänzchen von einem. Elle pousse le bitume, le macadam. Und tut die Straße hochlüpfen. Auch eine kleine Wurzel. Dans ta ville, il y a beaucoup de macadam. Dann nehmen sie viele Macadam, Bitum oder Terre. Il y a beaucoup de montagnes. Sind viele Felsen. Tu as simplement besoin de cette révélation. Du brauchst nur diese Revelation, das ist diese kleine Pflanze in deinem. De la planter dans ton cœur. Und du musst es. Et de commencer à laisser arroser cela. Und du musst es lassen gießen. Seigneur, tu as dit ça sur ma vie. Herr, du hast das auf mein Leben gesagt. Seigneur, tu m'as montré cela du ciel. Herr, du hast mir das von Himmel gezeigt. Seigneur, tu m'as appris cela de toi. Herr, du hast mir das gezeigt von dir. Tu m'as appris que tu étais le seul Dieu qui sauvait. Und du hast mir gezeigt, dass du der einzige Gott bist, der uns retten. Et tu vas commencer à marcher dans la rue. Und du wirst anfangen zu laufen auf der Straße. Tu vas dire merci, Seigneur. Und du wirst sagen, danke, Herr, tu m'as sauvé. Dass du mich gerettet hast. Merci, Seigneur, tu m'as sauvé. Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. La graine commence à prendre racine. Und wie mehr du sagst, wird dieses kleine Ding immer mehr wachsen. Vous savez, quand la graine commence à prendre racine, ihr wisst, wenn dieses eine kleine Pflanze Wurzel bekommt, la coquille de la graine s'ouvre. Dann geht diese Schale. Et là, il y a des racines qui commencent à couper. Und das sind Wurzeln, die fangen an. C'est pour cela que Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Und wegen das hat Jesus gesagt, wenn diese kleine Pflanze nicht im Boden ist und stirbt, il ne peut produire du fruit.
kann es keine Frucht bringen. Ja. Et des fois notre cœur est tellement dur. Manchmal ist unser Herz so hart wie ein Stein. Nous avons compris qui est Dieu. Wir wissen, wer Gott ist. Mais les problèmes, les soucis. Aber die Probleme und alles, was drumherum uns ist. Les difficultés de la vie. Und all die Probleme von der Welt und andere Sachen. Étouffe la parole. Tun das Wort ersticken. Et la rend infructueuse. Und es tut so ersticken, dass es kannst du nicht verwirklichen. Et vous recevez des paroles chaque dimanche. Und jeden Sonntag bekommt ihr Wörter von Herrn. À chaque culte. Und jeden Gottesdienst. À chaque fois que tu ouvres la parole. Und jedes Mal, wenn du das Wort Gottes aufmachst. Mais la coquille du cœur ne s'ouvre jamais. Aber diese coquille, Schale, tut sich nicht öffnen. Parce que tu ressasses tes problèmes. Weil du schaust auf deine Probleme, nur auf deine Probleme. Vous savez comment la vache elle fait? Wisst ihr, wie die Kuh macht? Quand la vache mange, wenn die Kuh esst, elle rumine. Elle rumine, ça remonte, ça descend. Also, sie tut wiederkauen. Ja. Mais quand elle fait ça, aber wenn sie das macht, c'est ça qui produit le lait. Das ist, was die Milch produziert. Amen. Amen. C'est ça qui lui produit le lait. Das ist, was die Milch produziert. Si tu veux produire du miel et du lait en toi, wenn du willst, Milch und Honig in dir produzieren, pour être un canal de bénédiction autour de toi, wenn du willst, ein Kanal von Segen sein, tu dois prendre la parole et la ruminer. Dann musst du das Wort Gottes nehmen und so wie eine Kuh wiederkäuen. Amen. Amen. Tu dois ruminer comme une vache. Dann musst du das machen wie eine Kuh. Mais si tu manges un chewing-gum à l'église, tu vois. Wenn du aber einen Chewing-gum in der Kirche esst, dann siehst du. Amen. Tu vas me dire, non, je rumine. Non, tu manges un chewing-gum. Dann sagst du, nein, du ruminest, nein, du esst ein Chewing-gum. Amen. Amen. Non, tu dois ruminer la parole de Dieu. Du musst das Wort Gottes wiederkauen. De la même manière que tes problèmes te font peur. Auf die gleiche Weise wie deine Probleme dir Angst machen. Tes difficultés te font souffrir. Alles, was du hast, die Angst tut dir alles. Ja. Tu acceptes de laisser ça de côté. Und du machst lass das auf die Seite. Et de dire merci Seigneur. Und dann sagst du einfach, danke Herr, danke. Du hast mich gerettet. Je suis un de tes enfants. Ich bin eins von deinen Kindern. Et tu rumines ça. Und das tust du immer wieder kauen, wieder. Und dass du immer wieder kauen, wieder. Et après tu marches dans la rue. Und dann laufst du um der Straße. Et quelqu'un qui connaît ta situation, ton problème. Und jemand, der vielleicht deine Situation kennt und deine Probleme. Il va dire, oh, mon frère, mon ami, quel malheur tu as dans ta vie. Und dann wird er sagen, oh mein Bruder. Die Probleme, du tust mir echt leid, die Probleme, die du hast. Mais là, ce que tu as ruminé en toi, aber das, was du dir wieder gekaut hast, commence à libérer quelque chose de puissant. Frei machen in dir. Je ne suis pas malheureux. Ich bin nicht unglücklich. Je suis l'homme le plus grand de la terre. Ich bin der Mann, der glücklichste der Welt. Parce que quelque chose en moi est en train de briller. Fangen an zu kochen. Quelque chose en moi est en train d'exploser. Et quand Dieu voit ça dans le ciel, und wenn Gott das sieht im Himmel, il dit je ne peux pas rester sans rien faire. Dann sagt Gott, ich kann nicht da sein ohne etwas zu tun. Il est secoué dans le ciel. Aufgewühlt im Himmel. Il est secoué dans le ciel. Gott ist aufgewühlt im Himmel. Et il dit je dois veiller sur ma parole pour l'accomplir. Ich muss ihm das, was ich versprochen habe, das Wort Gottes ihm geben. Amen. C'est comme ça que je vis ma foi. Und so lebe ich mein Glaube. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de situations changer dans ma vie. Und wegen das habe ich viele Situationen in meinem Leben gesehen. Amen. Amen. Et j'ai commencé à voir Dieu qui agissait tout le temps. Und ich habe gesehen, wie Gott immer gewirkt hat in allem. Et aujourd'hui, je voulais exciter votre foi. Und heute wollte ich euch richtig aufschütteln, dass ihr keine Ruhe habt. Que vous allez sortir de ce lieu. Und dass wenn ihr hier rausgeht. Comme des hommes et des femmes déterminés. Wie Männer und Frauen Gottes, wo richtig Power haben. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit va commencer à vous accompagner. Und der Heilige Geist wird mit uns sein.
Amen. Amen. Le Saint-Esprit travaille comme cela. Der Heilige Geist wird arbeiten. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la foi. Der Heilige Geist wird immer arbeiten mit dem Glauben. Il libère les révélations. Und tut sich revelieren dein Leben. Mais c'est à toi de l'attraper. Aber es hängt von dir ab, ob du holst. La Bible dit que Jésus a lancé un défi sur le fond de la terre. Und dass der Herr etwas auf die Erde gemacht hat, dass der, wo es will nehmen, dass es bekommt. Le royaume du ciel ne va pas vous tomber sur la tête, comme disent les Gaulois. Und das Himmelreich wird nicht auf euch fallen. Wie die Gaulois sagen. Ja, okay. Ja. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Das Wort Gottes sagt, dass es gegen wenn jemand gegen was Sünde ist oder was alles mit das zu tun hat. Le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Hein? Ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Und das Reich Gottes ist so, dass nur die, wo richtig auch du kannst gewalttätig sein, schlecht, aber du kannst auch gewalttätig sein für das Wort Gottes zu holen. Amen. Und der Herr tut dir heute sagen, qui veut s'emparer du royaume de Dieu? Wer will von das Wort Gottes, wer will von Himmelreich? Wer will das Himmelreich? S'il y a des hommes et femmes qui veulent s'emparer du royaume de Dieu ce matin, wenn Männer oder Frauen wo wollen dieses Himmelreich Gottes nehmen, alors venez devant. Kommt vor. Et nous allons prier. Wir werden beten. Nous allons prier. Wir werden beten. Viens t'emparer du royaume de Dieu. Viens t'emparer du royaume de Dieu. Komm und hol das Reich Gottes. Peut-être si la musique peut commencer un petit peu. Wenn die Musik kann. Nous allons prier. Commencez à prier. Venez en priant. Venez avancer, avancer. Commencez à prier. Komm vor und fang an zu beten. Komm vor und fang an zu beten. Komm vor. Avancez, avancez. Priez, priez. Fang an zu beten. Commencez à dire, Seigneur, je veux m'emparer du royaume de Dieu. Betet einfach, Herr, ich will den Reich Gottes haben. Commence à demander maintenant. Fangt an. Commence à demander maintenant. Commence à abandonner le péché maintenant. Fangt an. Commence à abandonner le péché. Das Reich Gottes auf euch kommt. Pour que la présence de Dieu t'emplisse. Dass ihr erfüllt werden. Commence à
Aber der Herr gibt dir dein Wort, gibt dir dieses Wort heute Morgen. Je t'ouvre tous les chemins maintenant. Ich werde dir alle Wege öffnen. Les chemins étaient remplis d'embûches jusqu'avant. Alle Wege waren mit Dornbusch, alles mit runter. Aber mais j'enlève les cailloux qui te bloquaient. Aber jetzt werde ich die Steine, wo auf deinem Weg waren, wegnehmen. Et maintenant le chemin va être ouvert. Und jetzt wird der Weg offen sein. L'onction va descendre de manière plus forte. Die Salbung wird auf dich kommen, noch mehr als vorher. Quand tu vas commencer à louer et adorer. Du wirst der Herr anbeten und loben preisen. Des dons de parole, de connaissance, de guérison vont commencer à couler. Und sind manche Dinge, wo werden hier kommen, von wo du Visionen siehst, von Heilung, das alles. Et des gens qui avaient des problèmes avec les esprits vont être libres. Und Menschen werden kommen, wo captive waren, wo gefangen waren. Und du wirst es sehen, du wirst sie frei machen, in Jesus' Namen. Reçois maintenant cette parole au nom de Jésus. Du bekommst jetzt das in Jesus' Namen. Das du bekommst Reçois. Investi et transformé maintenant. Dass du jetzt verwandelt wirst. Des anges maintenant, une nouvelle armée d'anges autour de toi maintenant. Jetzt wird eine Menge Engel, eine Armee Engel dich sein. Un renouvellement de l'armée. Eine neue Armee wird dich sein. Le dit ton Seigneur et ton Dieu. Dein Herr und dein Gott sagt es dir. Halleluja. Wer war noch nicht vor uns? Jetzt ist die Zeit für noch nach vorne zu kommen, wenn es jemand auf dem Herzen hat. Amen. Amen. Que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Dass der Herr richtig euch segne. Et que toute la gloire vous revienne. Und alle Ehre im Herrn bekommen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans, niveau, dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu parce que il y
y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour tout peuple.